We are No Snack, No Hack, and we had a amazing time in the last 24 hours hacking here in the Wankdorf. I hope you had just as much fun as we had. We are amazed that we can present you our solution, but sorry for those that don't speak German. We are German natives or Swiss German natives. Our application is in German, and so we will continue in German. I hope you don't mind. Now, what is for you? So, was ist die beste Steuererklärung? Und das ist etwas, ein Problem, das wir alle kennen. Einmal im Jahr müssen wir die Steuererklärung machen, und die beste Steuererklärung ist die, die man nicht machen muss. Leider ist das nicht ganz realistisch, also haben wir es versucht, so weit wie möglich zu automatisieren. Das zweitbeste an der Steuererklärung sind Abzüge. Und wir als Studenten können beispielsweise die Studentenbeiträge abziehen. Und wie einfach das geht, werden wir euch zeigen mit unserem Tool. Wir ziehen einfach das PDF des Studentenabzugs in unser Tool rein, das wird dann analysiert. Und am Schluss sehen wir dann nach der Analyse, wir haben den Betrag erkannt und es wird kategoriert als Ausbildung. Wir speichern das und gehen zurück. Und dann sehen wir, unter der Ausbildung ist nun der Betrag. Und wir sehen da, es gibt ja eine Maximalanzahl, die man abziehen kann. Wir haben also einen Progress Bar, eine Gamification in der Steuererklärung, das wir sehen. Und ja, dann kaufen wir uns doch noch etwas für Studium, das wir brauchen. Weil das können wir dann auch von der Steuererklärung abziehen, weil wir haben ja noch ein bisschen, was wir abziehen können. Auch dieses Dokument wird dann analysiert und automatisch hochgeladen. Natürlich kann man von der Steuererklärung nicht nur abziehen, sondern man muss auch einzahlen. Und das macht man, wenn man einen Lohnausweis hinzufügt. Und das passiert genau gleich. Dieses Dokument wird dann als Lohnausweis erkannt und der Betrag automatisch hinzugefügt. Und dann nach etwas Prozessierung sehen wir hier, der Betrag wird korrekt erkannt. Und wenn wir zurück auf die Startseite kommen, sehen wir direkt, die Steuern werden berechnet, was wir etwa zu erwarten haben zu zahlen. Und als nächstes haben wir natürlich auch noch ein Vermögen. Und diese Vermögensauszüge, wie wir sehen, ein sehr amateurhaftes Foto, wird natürlich mit unserer super krassen Software aufbereitet und dann die Daten erkannt. Und genau. Natürlich ist es cool, wenn man das auf dem Desktop hat, aber dann, was natürlich auch gut ist, ist, wenn man das Ganze mobil machen kann, weil wir haben da ein Stück Papier, Steuererklärung, und wir sehen, die Daten sind auch hier. Mal schauen, wie das von den Gewichtsverhältnissen da geht. Könnte schwierig werden, aber das ist natürlich kein Problem, wenn etwas falsch erkannt wird, kann man das natürlich, ja, wir sehen hier Demo-Effekt natürlich, aber man kann die Beträge dann natürlich auch manuell hier anpassen. Und so hat man mehr oder weniger in ein paar Minuten die Steuererklärung fast schon gemacht und es ist nicht mehr ganz so mühsam wie zuvor. Genau, und ich wollte noch kurz unsere Ideen zeigen zum User Interface und allgemein unsere Ideen zu dem Tool. Genau, und zwar wollten wir, dass wir ein PWA machen, das heißt, das ist eine webbasierte Technologie, die einfach auf dem Handy läuft, via auf Desktop, responsive, all diese Passwörter, die ihr kennt. Genau, und wir haben zuoberst, das fanden wir auch sehr spannend, wo gehen überhaupt die Steuern hin? Geht es zu der Gemeindesteuer, geht es zu der Bundessteuer? Und wir wollen das ganz offensichtlich anzeigen, wie man dann in diese verschiedenen Bereiche bezahlen muss. Dann wollten wir auch, wie Benjamin schon gesagt hat, ein bisschen Gamification reinbringen, dass man das Ganze ein bisschen spielerisch was betrachten kann, dass man sieht, so viel kann ich noch abziehen, so viel habe ich noch Spielraum, und das mit diesen Graphen anzuzeigen. Der war nicht ganz einfach zu machen, aber ich glaube, er sieht jetzt ganz, ganz gut aus. Und ja, wir haben natürlich für das auch noch eine detaillierte View, wie Benjamin schon gezeigt hat. Und was auch unsere Idee war, dass wir wollten unbedingt die Zeit runterbringen, um die Steuererklärung auszuführen.
Das heißt, unsere Vision ist wirklich, dass die Steuererklärung nicht am Ende des Jahres, einen Tag vor der Absendung der Steuererklärung gemacht wird, sondern dass es kontinuierlich gemacht wird durch das ganze Jahr durch. Dann hat man auch nicht so den Stress und weil es so einfach ist, geht es einfach so schnell und es ist kein Blocker dazwischen. Genau. Ich stelle euch noch kurz einen Tech-Stack vor. Also da wir ja unter anderem im Hackathon schnell sein mussten, haben wir auf Rapid Prototyping Technologien gesetzt mit Python und Theory mit Machine Learning Algorithmen und auch das Frontend mit React.js zum Beispiel. Und die API, wir haben eine kleine API implementiert, um die aktuellen Steuerzahlen zu berechnen, was einem erwartet. Dazu verwenden wir die Stammdaten, die hinterlegt sind, und natürlich die Dokumente, die wir in die Applikation hochgeladen haben. Und noch ganz kurz, wir benutzen keine Cloud-Technologien, aber bewusst haben wir keine Cloud-Technologien benutzt, denn Steuern ist ein heikles Thema und diese Daten, die sollten nicht unbedingt in der Cloud sein. Deswegen haben wir ein relativ simples Setup gemacht, ein simpler HTTP On-Premise Service, Python On-Premise Service. War für uns auch ein bisschen einfacher, aber ich glaube, es macht schon Sinn, dass man das nicht auf der Cloud haben will. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, so würde für euch Steuererklärung auch Spaß machen. Dankeschön.